geht ab, Freunde. Ich habe ja letztens ein bisschen abgerandet über Fuse Tea, dass es zu süß ist. Ja, unser Supermarkt dachte sich spontan, hey, ja, wir stellen einfach nicht einen einzigen Eistee, nur Fuse Tea ins Regal. Alle anderen sind einfach leer gewesen gestern. Mega geil. Also Fuse Tea und, was hatten wir noch? Und Lipton. Das waren die einzigen Eistee-Sachen, die es da gab. Tee und sowas, was ich sonst trinke, oder Cherry-Tea oder so, das gab's einfach nicht. Juckt die einfach nicht. Gab's einfach nicht. Mega geil. Deswegen muss ich die Pisse jetzt heute trinken. Kann man nichts machen, Freunde. Kann man nichts machen, Jungs. Misch mit Wasser. Ja. Bro, das ist echt süß. Vor allem, ich habe gerade meine Zähne geputzt vor diesem Stream. Es ist grauenhaft eklig gerade. Bah, Alter. Ich finde Zitronen-Eistee und Zahnpasta ist so die ruppigste Kombo ever, Alter. Also ich finde Orangensaft-Zahnpasta ist noch ein Stück ruppiger, aber das ist so auf einem Level, Alter. Bah. Hast du schon was von dem Bounty Board gehört, was es in den USA gibt? Was hältst du davon? Hier mal ein Clip. Oh ja, ich kenne das. Du meinst dieses, na, warte, wir können einfach den Clip einfach gucken. Twitch is actually making it really easy for streamers to make tons of money now. Because they have like built-in sponsorships. You don't even have to get in, man. Also im Grunde wird es sowas geben, Freunde. Okay. Da können wir jetzt hier so in unser Dashboard gehen. Okay. Und wir können dann hier einfach runterscrollen. Dann steht hier sowas wie Sponsorships oder so. Oder Partnerships oder Lootboard oder wie es heißt. I don't know. Oder Bounty Board. Und dann können wir dann zum Beispiel Rocket League, eine Stunde, 500 Euro Damn, oder so. Son, und dann kann ich das auswählen und dann streame ich eine Stunde lang Rocket League und kriege 500 Euro dafür. Als Beispiel. Also so wie ich es jetzt auch schon mache mit zum Beispiel, ich meine, wir haben ja Destiny, Division 2 gezockt zum Beispiel. Oder, Gott, oder damals als Fortnite draußen war, da habe ich ja auch einen Sponsor-Stream gemacht. Sowas in die Richtung. Nur, dass es halt von Twitch kommt und dann halt hier unten rechts ist und man einfach das super easy machen kann. Man klickt einfach nur drauf und hat das dann. Geil. Ja. Easy money. Ja. Ich meine, es kommt drauf an. Also. Ich meine, um jetzt mal hier einen kranken Real Talk rauszuhauen, das wird halt ein scheiß Deal sein, to be honest. Also, da wird wahrscheinlich ein Drittel von dem sein. Das klingt so fucking abgehoben, aber da wird halt ein Drittel von dem sein, was ich halt normalerweise nehmen würde für Game Promotions. Deswegen mal gucken. Aber ich bin gespannt, Bro. Ich meine, vielleicht sind da ja so Sachen, die ich eh spiele, wisst ihr? Und dann ist es free money. Wenn da so steht Rocket League, Minecraft, Counter-Strike, Overwatch, Bro. Bruder, dann klicke ich alles an. Mach 5 Sponsor-Streams an einem Tag, Bro. Let's fucking go. Aber mal gucken. Ich vermute eher, dass da ja relativ die Trash-Games drin sein werden. Aber wir gucken mal. Mal gucken. Ja, guck mal, das wären halt auch dann wahrscheinlich so Games, die jetzt hier schon gepartnert sind. Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, aber da sind eigentlich ziemlich coole Sachen dabei. Also Smite ist ein fucking gutes Game, Jungs. World of Tanks habe ich noch nicht gespielt, aber habe ich auch nur Gutes gehört von. Oder viel Gutes gehört auf jeden Fall von. Path of Exile ist nicht so mein Style, aber soll auch ein gutes Game sein. Bro, also wenn ein League Placement kommt, Freunde, dann bin ich aber sowas von dabei. Das mache ich. Ja, mal gucken, Freunde. Also, bin gespannt, wie das wird. Weiß ich, zeigt Dragful das hier? Yeah. Look. They have shit like this. Oh shit, League of Legends ist da drin. Stream League of Legends for 1 hour and they'll pay you $8,400. Watch Street Fighter for 30 minutes. It's crazy. Holy shit. Streamers are gonna be fucking loaded. Holy fuck. Aber Freunde, das Ding ist halt, ihr denkt jetzt so, wow, 8000 Euro oder 8000 Dollar. Aber, und das ist auch fucking viel Cash und für League of Legends, was er eh spielt, so. Aber ihr dürft nicht vergessen, ein Ragful. Ich weiß nicht, wie viel Viewer hat Ragful, Chat? Hat Ragful so 20k oder so? Ich hab keine Ahnung, to be honest. Digga, Ragful kann weitaus mehr nehmen als das für eine Stunde League of Legends. Das blowt my mind, Alter. Also wenn jemand meint 8 bis 10.000 Zuschauer, oh, dann ist das fucking gut. Dann ist das ein guter Deal, holy shit. Ich meine, das ist nicht der Perf. Na, wohl. Oh, doch, das sind schon gute Deals, holy fuck. Also wenn er wirklich 8 bis 10 oder so hat, das ist crazy, Freunde, ihr werdet zugeböllert mit dem Shit. Wir machen so alle Bounties, die man machen kann, so an einem Tag einfach. Oh Mann, Alter. Ja, schauen wir mal. Ich habe keine, sowas haben wir noch nicht, Freunde. Das ist bis jetzt nur in den USA verfügbar. Das kommt aber demnächst auch bei uns. Das haben die schon übelst lange angekündigt. Ich meine,
Twitch verdient sich damit eine goldene Nase, weil die agieren quasi als so eine Art Management, ohne dass sie ein Management machen müssen, weil die gehen einfach zu League of Legends und sagen, hey, für die und die Stats müsst ihr das und das zahlen, wir nehmen uns den Cut und wir vermitteln es einfach an 5 Milliarden Leute. Twitch macht so viel Money damit und die Streamer auch. Das ist wieder so eine Win-Win-Situation wie bei Fortnite Creator Code. Das ist crazy. Na, das geht nicht mehrmals. Yo, Alter, als ob das so mehrmals gehen würde. Nee, das wäre ja krank. Machst du einfach so ein 24 Stunden, weißt du, macht Rackful macht einfach so einen 24 Stunden League of Legends Stream. 24 mal 8000. Einfach 200k in 24 Stunden. Bro, easy fucking cash. Bro, dann stream ich eine Woche ohne zu schlafen League of Legends, Alter. Wenn das geht, Freunde, dann spiel ich nur noch League, Alter. Fuck this shit. Damn, oh son, my God. Where'd you find this? Mal gucken, wie das ist, Jungs. Mal gucken, wie das ist. Ich bin echt gespannt, was da für Zahlen bei mir dann stehen werden. Und wonach geht das so? Geht das nach Viewern? Geht das nach Followern? Also das ist halt super tricky halt, weil... Also ich meine, so meine Deals mache ich halt, wie viele verschiedene Leute schalten meinen Channel ein? So innerhalb von 1 bis 2 Stunden, je nachdem, wie viel ich halt verkaufe. An den Kunden. Aber ja, mal gucken, vor, das ist dope. Wir müssen jetzt nicht super lange über Geld quatschen, das ist nicht so mein Lieblingsthema, aber hey, wir werden noch reicher, Chat. Wir werden noch mehr Geld erhalten fürs Videospiele spielen, Freunde. Stellt euch drauf ein. Die grüne Lambo incoming. Damn, son, where'd you find this? Ja, ich meine, Real Talk ist ziemlich cool für mich, ne? Ich meine, wie ich halt immer sage, Freunde, so, es dreht sich nicht alles um Geld, aber ich meine, Geld ist schon eine wichtige Ressource in unserer, Gesellschaft, sag ich mal. Wenn du Geld hast, hast du Sicherheit. Und die Sicherheit ist das, was man möchte. Gerade als Selbstständiger, ich denke aber jeder von uns wahrscheinlich, auch nicht Selbstständige. So, wenn du Geld auf der Seite hast und sag ich mal schon dich, wenn du weißt, okay, ich muss mich nie wieder um irgendwas kümmern, so, ich muss nie wieder Angst haben, dass ich irgendwie Büro auf der Straße lande oder dass ich irgendwie, keine Ahnung, I don't know. Ich meine, ich spiele Videospiele for living, so. Wer weiß, was als nächstes kommt, wisst ihr, ich meine? Und ich würde nie über Leichen gehen für Geld, safe nicht, aber je mehr Geld ich beiseite legen kann jetzt, desto leichter habe ich später, wenn ich mal nicht mehr Livestreaming machen kann. Wisst ihr, ich meine? So gesehen ist das, hört auf die Cuffs zu spammen, ihr wisst, was ich meine. Und so gesehen ist das schon nice, aber mal gucken, Freunde, ich bin gespannt. Wenn das in Deutschland kommt, dann sehen wir Monte League of Legends spielen. Ja, Bruder, der Lampo muss auch getankt werden, wisst ihr, wie ich meine? Oh, warte, da steht was. Payouts are based on concurrent viewer requirements. You will receive the full payout for meeting the concurrent viewership requirement while receiving a partial payout if you don't meet the requirement. Oh, okay. Also da steht dann sowas wie, okay, du kriegst $8,000 zum Beispiel, wenn du mindestens 5k Viewer hast. Und wenn ich nicht 5k Viewer erreiche, dann kriege ich nur ein paar davon. Ja, Bruder, wir wissen genau, wie das aussieht. Ey, das wird so wie damals sein, wo jeder in seinen Titel immer Giveaway geschrieben hat, um ein paar Viewer reinzuziehen. So wird es sein, Freunde. Es wird die Time der Giveaways, Jungs. Right? Sowas wie 200 € PS10 Pick Giveaway oder so. Mach Sellout-Stream nebenbei, easy 6k Viewer. Bro, das ist ja, ich verdiene Money, während ich Money verdiene. Und aus dem Sellout-Stream kann ich auch nochmal ein YouTube-Video machen, womit ich Money verdiene. Und das YouTube-Video bringt wieder neue Audience in meinen Stream, womit ich mehr Money verdiene. Bro. Chat, wir sollten alle zusammen eine Firma aufmachen. Holy shit, wir sind insane. Wir sollten alle zusammen ins Marketing gehen, Jungs. Du kriegst mehr Cash und wir sehen den gleichen Dreck wie immer. Ja, mal gucken, ob ich das so in Anspruch nehmen werde. Wie gesagt, mal schauen. Also wenn da halt sowas wie League of Legends dabei ist, Bro, ja, Digga, den Shit spiele ich halt eh so. Damn, son, das ist halt free money, Alter, so. Da wäre ich halt behindert, wenn ich das nicht nehme. Schau dir mal das an. Hat Putin heute verkündigt. Damn, son, where'd you find this? Ladies and gentlemen. I am gay, I like long, big cocks. I am a super gay, I like long, big cocks. Now, once again, I would like to make this very clear. Damn, son, where'd you find this? I like long, big cocks. I am a super Quality Link, Bro. Danke für die 2, Tobi. Danke für die 2, mate. Ach, scheiße, ich hab mit meinem Tee gekleckert, ich Fischgesicht. Egal, einfach ein Mauspad verwischen. Bruder, ich schwöre, wie viel Flüssigkeit in meinem Mauspad schon drin sind, will ich gar nicht wissen. Da ist alles schon drin, Freunde. Da ist schon so eine eigene Kolonie, die sich bildet langsam.